So, jetzt müsst ihr eigentlich hinhauen. Okay. Wir schauen mal. Gut. Du merkst, es wächst ganz langsam. Und ja. Das letzte Selbstgespräch, wenn man immer sagt, der wiederholt ja. Schau doch einfach das Leben, das du Geist erlebst. Ja. Und dann wirst du feststellen, dass das Hauptproblem darin besteht, dass du eben nicht bewusst diese Sätze wiederholst, die so wichtig sind. Diese große Erkenntnis, was bin ich? Ja, ja. Dieses nicht alternde Bewusstsein, das ein Leben erlebt. Der Leser, wie ich das so simpel ausdrücke, der Leser, der praktisch hier ein Leben erlebt, ist wie ein Leser, einfache Metapher, ein Buch liest oder dann komplexere Metapher und da gehe ich dann nochmal drauf ein, ein Videospiel spielt. Das, was ich in dem letzten Selbstgespräch mit Gogo und Trixie angesprochen habe. Das war ein tolles, ganz einfaches Selbstgespräch. Da ist eigentlich nichts Neues drin gewesen, ja. Sondern doch viel Neues. Ich werde ja. Gleich darauf hinweisen, was Neues, was ich aber jetzt vorne wegnehme. Dieses Ernstnehmen, was ist 100% sicher? 100% sicher ist alles, was du ohne eine Meinheit zu schwören, beschwören kannst. Ja. Ich erleichtere jetzt diesen strengen Maßstab dahin, dass ich sage, alles, was du Geist, der du jetzt dir dieses Gespräch ausdenkst, der du jetzt diese Stimme hörst, der hört und der, was erlebt, kann nicht existieren. Alles, was du Geist innerhalb deines jetzigen Lebens, mehr Zugriff hast du ja sowieso nicht, weil du kannst ja nur Vorstellungen aufwerfen in Maßsetzung des Schwamminhalts des Intellekts, den du zum Denken benutzt. Ja. Wir wissen, im Hintergrund ist, wenn wir die Computermetapher benutzen für den Geist, kannst du nur auf das zurückgreifen, was zurzeit ausgedachterweise in deinem Gehirncomputer drin ist. Du hast aber eine Verbindung zu Gott, das heißt zum Internet. Das heißt, du kannst dir unendlich andere Sichtweisen auch auf dem Bildschirm holen, wo natürlich jetzt dein Filter sich einschaltet, deine Logik einschaltet, die ständig wertet und sagt, das ist falsch, das ist falsch, das ist falsch. Ja. Das ist das erste große Problem jetzt zeitaktuell, wenn ich sage, diese Ken Ebsens oder die, ja. Es spielt überhaupt keine Rolle, sie bekämpfen ja. Feindbilder. Ich sage, ja. Liebe deine Feinde, du brauchst die Kehrseite ja. Zur Vervollkommnung. Ja, absolut. Sonst bist du entheiligt. Ja, ja. Das Erste, was man sich klar machen muss, egal welchen Glauben du anhängst, egal welche Denklogik du zum Denken benutzt, welchen Intellekt, dieser Intellekt, du plapperst den blind nach, ob du aus dem Internet Verschwörungstheoretiker-Seiten, wo ja für dich nur Schriftstücke sind, ja. Nachplapperst, ob du naturwissenschaftliche Seiten zu Vorstellungen machst. Ich erinnere kurz an den Bleinfeld-Vortrag, wo du mir das Buch über Wasser gegeben hast, Helga. Und ich schlage das nur auf und den ersten Satz, den ich sehe, ich schlage das Buch auf und das Erste, was mir ins Auge fällt, ist, wie ein Wassermolekül aufgebaut ist. Das wussten schon vor 200 Jahren von Humboldt und Geiler-Sack, haben genau beschrieben, wie das aufgebaut ist. Ja. Das sind solche Fehler, wenn ich immer sage, das ist so voller Fehler, wenn du jetzt 200 Jahre zurückgibst, es gibt überhaupt keine Möglichkeit, das zu sehen, das sind Hirngespinste. Ja, ja. Wir denken uns jetzt welche aus, die jetzt in unserem Kopf entstehen, weil wir die uns ausdenken und die hier und jetzt eine Information in unserem Kopf sind. Und diese Information denken wir uns voll bewusst in die Vergangenheit. Und zu dieser Vergangenheit, zu dieser Jahreszeit, die wir uns jetzt denken, denken wir uns ein gewisses Wissen der Menschheit. Und vor 200 Jahren hat es diesbezüglich nicht einmal Mikroskope oder irgendwas gegeben. Und selbst wenn du Hochleistungsmikroskope hast, Elektronenrastermikroskope, kannst du keine Wassermoleküle sehen. Nein, und du erschaffst ja alles jetzt. Was die angeblich entdeckt haben und beschrieben haben, bestimmst du, weil du dir die denkst und du bestimmst, was die entdeckt haben. Mendeleische Periodensystem. Zu dem Zeitpunkt, wo der das festgelegt hat, wie wir uns das denken. Wie hat er das entdeckt? Ja, das ist wohl wahr. Das heißt, du stellst die Kausalität auf den Kopf. Ja. Dass ich immer wieder dieses große Problem, alles, was ist jetzt und es baut auf dieser Transversalen auf, das ist hundertprozentig sicher. Ja. Und selbst von jedem Kind, wenn ich sage jetzt, 13 bis 16, sofort hier und jetzt überprüfbar, wenn du meine Gedankengänge mitgehst. Das ist so. Du kannst jetzt weiterhin in deinem unbewussten Wahn leben und leiden oder du kannst dich davon lösen. Du bestimmst es. Ja. Und jetzt kommt es mit dem Altern. Du Geist, der du mich jetzt sprechen hörst, während deines ganzen deinen Lebenslaufes, Licht auf, steckt ja schon mit drin, hast du dich nicht verändert. Der Leser bleibt immer derselbe Leser. Ja. Ich sage,
Du solltest jetzt dich konzentrieren auf das, was du beschwören kannst. Das heißt, mach ich auch, ja. Um das jetzt nochmal auszudrücken, alles, was du jetzt gedachterweise angeblich in der Vergangenheit gesehen hast oder selbst erlebt hast, du hast es natürlich jetzt erlebt. Du kannst dich jetzt daran erinnern, dass du das erste Mal beim Udo warst, als Helga, in deinem Traum. Richtig. Das war auch jetzt. Das war halt auf einer anderen Seite, wenn du zurückblätterst. Ja, ja. Das kannst du beschwören. Da kannst du sagen, das habe ich erlebt. Alles, was du nur vom Hören sagen kennst, mach dir mal ganz klar bewusst, dass du aufgrund von Worten vom Hören sagen, spielt jetzt keine Rolle. Ich bin immer sehr genau, ob du jetzt die Worte, ob die in deinem Traum einfach nur Schriftstücke in dir auftauchen oder irgendwelche Menschen, die Geräusche von sich geben, Ja. Machst du ganz subjektiv geprägte Vorstellungen. Hallo. Und die Gedanken, die du jetzt denkst, diese Vorstellungen sind immer nur, wenn du sie denkst und genauso, wie du sie dir denkst. Das heißt, zu diskutieren, was stimmt oder nicht stimmt, welche der von dir ausgedachten Menschen die Guten sind und die Schlechten sind, welche die Wahrheit sagen und welche Lügner sind, das wird plötzlich zu einem einzigen großen Witz. Ja, das ist wohl wahr. Das kann ich auch so sagen. Das ist so. Wird ein Witz. Ja. Das heißt, es geht hier letztendlich wach zu werden. Ja. Und nicht um die Traumwelt zu verbessern. So ist es. Das ist meine Metapher mit der Führerscheinprüfungsbogenwelt. Ja. Die Fehler sind nicht dazu da, dass du die aus dem Führerscheinprüfungsbogen raus machst, eliminierst, sondern dass du die erkennst Ja. Und dann bestehst du die Prüfung. Und dann kommst du auf eine höhere Ebene. Ja. So einfach ist es. So einfach, ja, so ist es. Und das Ja. Ist jetzt, dass ich das immer, darum wiederhole ich das, dass Ja. Dir jetzt erst einmal klar sein willst, was bin ich eigentlich? Löse dich davon zu glauben, du bist dieser Gedanke, dass hier der Körper, wenn du an dich selbst denkst. Das ist etwas, was du besitzt. Das ist eine Ja. Information für den Moment, wo diese Information in dir auftaucht. Ja, so ist Mehr es. Mehr ist es nicht. So ich habe mich den nächsten Gedanken zerstört, ist hundertprozentig sicher. Ja. Und solange der zweite, wie ich das nenne, übermächtig ist, dass du nur auf dieses Diktat deiner Logik hörst, sperrst du dich ein Gefängnis ein und da gibt es in den Ohrenbohrungen diese schöne Geschichte, die Metapher von allen, die in einem Gefängnis drin sitzen, die keine eigene Meinung haben. Gott sperrt all die Menschen, die noch keine eigene Meinung haben, in ein Gefängnis ein. Und das ist ein Gefängnis, wo die Türen offen sind. Ja. Die Türen öffnen sich, wenn du eine eigene Meinung kriegst. Und die eigene Meinung ist jetzt nicht irgendein Wischiwaschi, sondern ich verlange von dir einzig und allein, mach dir bewusst, was jetzt da ist und wie sich das, was jetzt da ist, ständig verändert. Dann hast du schon einmal eine eigene Meinung. Und erkenne, dass es für diese Existenzen, die du zu sehen bekommst, kein Vorher und kein Nachher gibt, weil du kannst alles immer nur jetzt wahrnehmen. Und was du wahrnimmst, ist hier in deinem roten beziehungsweise Ja. In einem ausgedachten blauen Kopf in deinem Gehirn. Genau. Aber dieses Gehirn existiert auch nur in dem Moment, wo du es denkst. Ja, man denkt. So ist es. Das, diese simple Einfachheit ist der Weg in die Freiheit. Das ist so. Ja, das ist so. Und darum Ja. Ist es immer wieder das Gefühl für sich selbst rot geschrieben zu kriegen, etwas, ein Gefühl für etwas zu bekommen, was eigentlich gar nicht wahrnehmbar ist. Ist ganz einfach, indem ich mir einfach mal die Frage stelle, wenn ich mich jetzt hinsetze und ich beschäftige mich intensiv mit irgendetwas. Ich lese zum Beispiel was und ich setze mich dann mit diesen Worten auseinander. Achte mal schon auf diese schöne Worte. Ich setze mich mit diesen Worten auseinander und baue verschiedene Vorstellungen auf. Und wenn ich jetzt einen Doppelschritt gehe und mich dabei beobachte, werde ich feststellen, dass dieses Ich, das jetzt irgendwas erlebt, irgendwas denkt, das ganze Leben sich nicht verändert hat. Ja. Wenn da kein Gedanke an meinem Körper ist, ist kein Alterungsprozess. Ja. Gleichgültig, ob du jetzt 20 bist, ob du Ja. 40 bist, ob du Ja. 75 bist, du musst dir eingestehen, ich bin nicht älter geworden. Ja, das ist so. Dieses Ich meine ich jetzt, das rote Ich. Ja. Ich alterniere. Ja. Aber das hat nichts mit dem materialistisch ausgerechnete Ja. Vorstellung von älter zu tun. Richtig. Ja, das ist so. Ja. Ich alterniere ständig, aber das, der diese Alternationen anschaut, dieses Alternieren anschaut, Ja. Ist immer dasselbe. Ja, das ist so. Das ist so. Das ist das, was ist. Ja, das und du wirst jetzt merken, wie mächtig dieser zweite ist. Und jetzt komme ich ganz kurz nochmal auf das letzte Selbstgespräch zurück, Ja. Wo ich sage, das ist hundertprozentig sicher. Und zwar auf diese Metapher, das habe ich nur kurz angesprochen, mit dieser angeblichen Zukunft. Du stellst Weichen.
dass ja alles, was passiert in der Transversalen, jetzt ist. Und da habe ich kurz das Autobahnbeispiel angesprochen, dass dir klar sein muss, dass es keine Zukunft in der Form gibt. Sorge dich nicht um morgen. Was du zu sehen bekommst, bekommst du hier und jetzt zu sehen. Du definierst halt, in manchen Selbstgesprächen nenne ich, wenn du jetzt Jahreszahlen oder Orte liest, dann sind es wie Adressen. Ja. Das heißt, diese Jahreszahlen und die Orte bestimmen in deinem Denken, wo du dir das jetzt, ich hoffe, ab jetzt bewusst hindenkst. Du verstreust hier und jetzt gedachte Gedanken um in Raum und Zeit und das passiert eben mit Jahreszahlen, mit Uhrzeiten oder mit Orten. Ja. Aber es ist trotzdem immer ein ständiger Wechsel im Jetzt. Das ist so. Da muss man nicht groß diskutieren, weil Leben ist ein Spiel, das sich in dir selbst abspielt. So ist es auch. Und jetzt ist es also so, dass in dem Moment, wo du jetzt mehrere Möglichkeiten hast, dass du jetzt so eine Verzweigung hast, was ich sage, du kommst an der Kreuzung. Und wir denken uns jetzt, ich greife auf das Urbeispiel, ich bin nur zurück mit den Autobahnen, dass jetzt die Autobahn selber entspricht einer klassischen Filmspur von einem Analogfilm. Wenn wir uns an Analogfilm denken, sind ja Einzelbilder. Und wir ziehen jetzt diese Einzelbilder praktisch durch dieses Sichtfenster des Jetzt hindurch. Es gibt kein Vorher und Nachher, die sind ja in der Datei im digitalen Zustand. Ja. Dann flackern ja nur die Bilder auf. Ja. Und jetzt hast du hier so Bilder und jetzt kommst du an eine Kreuzung, wo jetzt zwei oder mehrere Bilder sind. Das ist jetzt die Wegkreuzung, wo es ja dann in der Spur weitergeht. In dem Moment, wo du eine Entscheidung triffst, und das gilt für jede Entscheidung, für die kleinste Entscheidung, gehst du schon wieder in eine ganz gewisse Richtung. Das heißt, du selektierst alle anderen Möglichkeiten in dem Moment schon wieder in den Hintergrund. Die können dann nicht mehr auftauchen. Ja, das ist wahr. Ja. Das heißt, du bestimmst mit jedem Moment das, was du Zukunft nennst. Ja. Bestimmst du mit jedem Moment, wo du jetzt eine einseitige Entscheidung triffst. Ja. Aber du verzweigst dich immer wieder nur in Einzelspuren. Du suchst niemals in dieser veräußerten Welt, niemals nach der Quelle. Und ich sag dir, das bist du selbst. Das bin ich, ja. Das bedeutet Holo-Feeling. Ja. Am Ende das ist das schon eine, drum nicht den Kopf zerbrechen. Immer wieder die Kategorie 2 fragen. Soll ich das machen oder soll ich das machen? Es ist vollkommen gleichgültig, was momentan in dir auftaucht. Ja. Wenn du mal angstfrei geworden bist, wenn du verlustfrei geworden bist, angstfrei diesbezüglich, weil du weißt, mir kann nichts passieren. Verlustfrei, weil du weißt, ich kann ja nichts verlieren, ich habe es verloren, vor mich hingestellt, wenn ich es mir ausdenke. Aber wo kommt alles her, was du dir ausdenkst? Alles aus meinem Kopf. Acht nur mal auf die deutsche Sprache. Wo kommt alles her, was du dir ausdenkst? Wo kommt jetzt zum Beispiel der Udo her? Wo kommt dieses Gespräch her? Wo kommt das heliozentrische Weltbild her? Existiert es überhaupt, wenn du nicht dran denkst? Kommt alles aus dem Kopf. Wie wichtig der Bruch des zweiten Gebots oder wie schrecklich Shin-R-Eck-Licht. Shin-R, logisch Berechnungen in einem Eck mit ausgedachtem Licht. So ist es. Das sind die ganzen kleinen Lichter, die Lämpchen in unserer Reihe, ob wir jetzt einen Spiegeltunnel machen oder einen Tetraederspiegel, jetzt vorgestellt, es gibt nur ein allereinziges Licht. Ja. Und alles andere sind Facetten von Facetten von Facetten. So ist es. Und die Frage ist, wo führt der Weg hin? Von innen nach außen oder von außen nach innen? Das sind so Kleinigkeiten. Und jetzt muss ich nochmal wissen, innen und außen, sage ich immer wieder, ein ausgedachtes Innen ist auch was Ausgedachtes. So ist es. Dieses Absolute in der Mitte. Ach, genau. Der Urknall, bevor er geknallt hat. Ja. Den kann man sich nicht ausdenken, genauso wenig wie du an dich denken kannst, ohne dich zu einem Gedanken zu machen. Und alles, was gedacht wird, ist vergänglich, weil es mit dem nächsten Gedanken zerstört wird. So schau, diese einfache Erkenntnis reduziert das ist auf eine Größenordnung, die du sofort und einfach verstehen kannst. Das ist so. Und sobald dein Ego diskutieren will oder irgendeine Figur in deinem Traum diskutieren will, geh nicht drauf ein. Ja. Es öffnet dir eine Tür, eine Reihe in eine vollkommen neuere, qualitativ wesentlich hochwertigere Weltwahrnehmung. Das ist das, was normale Christen oder Menschen wieder meinen, das Himmelreich, was natürlich wieder das Gegenteil der Hölle hat. Nein, das ist dieses Zentrum, das eine vollkommen neue Art von Wahrnehmung ermöglicht. Was du ja auch in deinem Leben schon hast. Ja. Welche Wahrnehmungsfähigkeit sprichst du einem frisch abgenabelten Säugling zu? Welche Wahrnehmungsfähigkeit immer auf die Wahrheiten achten? Was kann eigentlich ein Schulkind wahrnehmen, wenn du in die Schule kommst?
Was nimmst du dann nach der Pubertät wahr? Plötzlich kommt die Sexualität ins Spiel. Wenn du dann über die Wechseljahre hinausgehst, sieht es nochmal anders aus. Denke mal an deine Probleme von der Nele. Ich habe dir doch so oft gesagt, Helga, du kannst nicht kommunizieren damit. Nein, das ich habe mit der Nele gesprochen und gesagt, so, Nele, ich erkläre dir jetzt was, du könntest das Prinzip auch in deinem Alter schon verstehen. Zungenkussbeispiel. Diese vielen einfachen Dinge. Aber dein Ego ist dermaßen noch verworren, auch mit diesen ganzen sexuellen, diese Verbindung, was man Liebe nennt, die blaue Liebe von Einzelfacetten, das ist alles unter Zwang. Im letzten Gespräch kann immer nur, Liebe unter Zwang ist keine Liebe. Ja, ist auch keine Liebe. Die wirkliche Liebe beginnt in dem Moment, wo du Sachen zum Lieben anfängst, wo dein Zweiter, deine Logik, dir die Haare zu Berge stehen lässt. Das ist die Liebe, von der ich als Christus spreche. Ja. Und was jetzt dann man kann, ich habe so oft gesagt, ich habe dann manche, die mir auftauchen, das sind natürlich jetzt wieder Programme bewusst, die sagen, man kann doch nicht alles lieben. Doch, man kann. Ich sage, wer bestimmt jetzt das? So ist Mach es. Dir mal die Frage, wer das bestimmt. Ja. Da komme ich nicht mit. Wer bestimmt jetzt das? Das verstehe ich nicht. Ich sage, du hast es schon längst verstanden. Jetzt könnte ich mit dem Ich bin du. Er ist der Verstehende. Er sieht, dass alles und jeder schon verstanden hat. Sie wissen es bloß noch nicht, weil sie noch schlafen. So ist es. Wenn du wach wirst, beginnst du zu verstehen. Da steckt das Wort Ehe schon mit drin. Das heißt, du verbindest das, was sich widerspricht, zu einer höheren Qualität. So ist es. Ja. Das ist das Spiel des Lebens. Ja. Kein religiöses Geschwätz, kein esoterisches Geschwätz und kein naturwissenschaftliches Geschwätz. Weil das alles noch auf raumzeitlichen Denken aufbaut, wo der Denker absolut davon überzeugt ist, egal ob du jetzt hier religiös orientiert, esoterisch orientiert oder naturwissenschaftlich orientiert bist. Betonung liegt auf dem Tier. Ja. Es baut auf dem Glauben auf, dass ich mit dem, was ich mir ausdenke, in den meisten Fällen nichts zu tun habe. Und ich sage, das ist doch so geistlos ohne Ende. So alles, da alles meine Informationen. Dass ich immer, das, ja, zu weit, aber das ist, du musst dir das einmal wirklich auf der Zunge zergehen lassen. Ich rede mal in einer Ich-Form, wie unendlich blöde und geistlos bin ich eigentlich. Ich habe ein Leben lang geglaubt, dass wenn ich jetzt Sachen denke, die ich vom Hören sagen könnte, zum Beispiel Erdkugel, die sich um die Sonne rumdreht, dass ich jetzt mit diesen Gedanken, den ich denke, überhaupt nichts zu tun habe und vor allem, dass der Gedanke das, was ich mir vorstelle, was übrigens noch nie ein Mensch gesehen hat. Ich rede jetzt Mensch blau. Ja. Ja. Ja, die Astronauten haben es doch gesehen. Steht in der Schattenfrau schon drin. Ich sage, das ist auch ein logisches Konstrukt. Weil du dir jetzt bei dem Wort Astronaut, Trockennasen, denkst, die in Raketen steigen, hochfliegen und von oben die Erde sehen. Hast du es gesehen? Ich rede mit dem Geist. Du könntest das natürlich auch verwirklichen. Wenn du willst, kannst du auch in deiner Farbbrille eine Erdkugel aufbauen. Aber was auf der Farbbrille ist, ist hier. Alles dort. Es endet alles hier. Ja. Das ist so. Es sind Informationen. Die sinnliche Wahrnehmung sind genauso Informationen. Darum sage ich, das kannst du gleichsetzen. Ja. Ja. Und das in einer ständigen Wiederholung. Die muss vollkommen klar sein. Wenn man das erste Mal hört, nimm doch dich selbst jetzt. Blau gelesen als Mensch. Wie lange bist du jetzt dabei? Ich nenne dich jetzt einfach mal Helga. Ja. Oder ich nenne dich jetzt ganz einfach Peter. Egal. Oder ich nenne dich Bezi oder ich nenne dich egal was. Ja. Wie lange bist du dabei? Wann hast du das jetzt erste Mal gehört? Jetzt blätter in dein Buch zurück und liest die Seiten, wenn man sagen, die Seiten sollen. Ja. Was verlangst du jetzt von irgendeinem anderen Charakter, an anderen Abi, wenn man das erste Mal hört. So ist es, ja. Das ist übrigens jetzt so eine Sache, dass ich jetzt sagen könnte, wenn das Video beginnt, die Entscheidung, dieses Video anzuhören, wir hätten uns das jetzt am Anfang des Videos hinstellen können. Die Entscheidung, ob du dir das sehr gewissenhaft anhörst oder ob du das weglegst und dir lieber irgendeine Verschwörungstheoretiker-Seiten oder sonst was anschaust. Ja, das habe ich im Programm. Helga, ganz wichtig. Ich wiederhole nochmal. Du klickst ein Solo-Feeling-Selbstgespräch an. Du hörst dir 2, 3 Minuten, 5 Minuten an. Und deine logische Entscheidung, ob du das weiterhörst, sehr aufmerksam hörst, vielleicht sogar 2, 3 Mal dir anhörst
oder wegklickst und lieber irgendwas anderes dir anschaust, bestimmt maßgeblich das, was du Zukunft nennst. Ganz massiv. Ja. Das ist das Autobahnbeispiel. Ja. Auf das wollte ich nochmal hinweisen. Ja. Was auf der anderen Seite wieder Kompromiss ist, wenn ich jetzt unseren Moritz ausdenke, wenn er jung ist. Namen sind austauschbar. Sag ich nie, du musst besser die Ohrenbadungsschriften lesen, bevor du jetzt deinen Beruf lernst. Ich sage, du musst dich zuerst einmal etablieren in diesen Traum. Das heißt, geh diesen Weg, spiel deine Rolle weiter. Ich mische mich da nicht ein. Ich würde sagen, Kate Ebsen jetzt nicht sagen, hör auf mit dem, was du magst. Das ist zwar sinnlos, aber dann doch wieder nicht, weil das wäre ja schon wieder einseitig. Ja. Mach es anders. Löse dich davon zu predigen, dass wir das vernichten müssen, die müssen wir absetzen, die Politiker, dass wir neue Politiker sind. Da kannst du wieder in deine Zeitgeschichte reingehen und was feststellen. Revolutionen, habe ich so oft erklärt, haben noch nie eine Heiligung des Ganzen gebracht, sondern ein ständiges Kommen und Gehen. Ist so. Ja. Es hat sich in allen Revolutionen der Welt herausgestellt, dass die Revolutionäre, nachdem sie die Bösen gestürzt haben, im Nachhinein das, was die Vorgänger gemacht haben, noch wesentlich schlechter, also noch extremer gemacht haben wie die Vorgänger. Das habe ich so oft angesprochen. Das gilt in jeglicher Art und Weise. Manchmal perwider und gemeiner. Das weißt du, die Darstellung von Vergangenheit, da kann ich immer wieder sagen, egal welches Buch du mir bringst, was angeblich ein Geschichtsbuch ist, ich nenne es Märchenbücher, ich bringe dir ein anderes Geschichtsbinde-Märchenbuch, das dir was anderes erzählt. Und dann löst sich auf deine Jahreszahlen auf, wenn zum Beispiel hier in unserer Geschichtszählung angeblich so und so viele 100 Jahre fällen, was genau erklärt wird, was die Ursache ist, dass wir da eine totale falsche Zeitzählung haben, wo natürlich dann wieder wir zwei Parteien zuerst haben, welche die an dem etablierten, programmierten Wissen, die Dogmatiker festhalten, auch in der Medizin. Es ist mir vollkommen klar, dass wenn du jetzt selbst ein Mediziner bist, dass das verdammt weh tut, wenn ich sage, es geht letztendlich nur um Geld verdienen. Wenn das Bestreben wäre, Krankheiten auszurotten, die ja im Führerscheinprüfungsbogen Krankheit, Gesundheit auch einen Sinn haben, dann wird es schon lange keine mehr geben. Das ist so, ja. Absolut. Aber das ist ja ein Widerspruch in sich selber, wenn ich jetzt, es dreht sich alles nur ums Geld verdienen. Ja, ja. Es geht wirklich alles nur um Geld. Ja. Und es ist so geistlos, jetzt diese Billionen, die Kanzlerin spricht dann von 2 und 3 Billionen in irgendeinem Gespräch. Ich habe erklärt, was 500 Milliarden sind. Ja. Dass man ein Vorstellungsgefühl kriegt, hier mit man 6 im Lotto, 1 zu 14 Millionen, dann sind es 500.000 Millionen. Das ist zu 14 Millionen. Und 14 Millionen ist schon unvorstellbar. Ja. Das ist gerade nur in der Fassbarkeit. Jetzt geht es schon in Billionen und die Schulden, die aufgenommen werden, die wandern bis was weiß ich, in 40 Jahren oder was soll das dann zurückgezahlt werden? Was das, die schieben doch ihre ganzen Probleme vor sich. Dasselbe passiert übrigens im Hinduismus mit diesen ganzen Tausenden von Millionen von Jahren. Ich sage, mach es weg, komm mal, begreift das doch mal, was jetzt bedeutet. So ist es. Immer nur jetzt. Es ist nicht wichtig. Du musst der Erste sein. So du musst damit irgendwann mal ganz langsam in dir beginnen, dein inneres Betriebssystem zu vervollkommnen. Das ist ja das Schöne mit Holofeeling. Ich rede nicht von verändern, sondern vervollkommnen. Bei einer Vervollkommnung verändert sich an dem, was ist, überhaupt nichts. Das symbolisiere ich mit dem H. Wenn ich den Buchstaben H zu einem Wort mache, Haus, habe ich an dem H nichts verändert. So ist es. Und wenn ich jetzt das Haus, dieses Wort zu einem Satz mache, du bist das Haus Gottes, in dem ich jetzt wohne, im absoluten Mittelpunkt, habe ich auch an dem Wort nichts verändert. Ja. Aber wie willst du hier in dieser Form deinen Geist aufbauen, stärken, indem du alles, was dir fremd und unlogisch erscheint, bekämpfst und vernichtest. Du hältst dich in deiner kleinen, kleingeistigen Gefängniszelle gefangen und du könntest so leicht rausgehen. Ja. Da beginnt die Weisheit. Und den Schuh musst du dir ganz alleine anziehen, wie man so schön sagt, oder ausziehen. Zieh dir deine Sandalen, deine Sandalen aus, der Boden, auf dem du stehst, ist heiliger Boden. Ja. Das ist Holofeeling. Holofeeling ist das einzige Glaubenssystem, das für sich wirklich in Anspruch nehmen kann, dass es heilig ist, weil es keine Feindbilder bekommt. Ja. Das ist wahr. Ja. Und es ist nicht
für existierende Dinge gedacht, sondern für, nur für etwas, was selber ewig ist und selber heilig ist, schon immer war, aber es vergessen hat, was jetzt ich in keinster Weise negativ meine, in sich selbst zerbrochen ist. Und das beginnt in dem Moment, wo du zum Träumen anfängst. Aber ist das was Negatives? Und was dir auch die Zeitgeschichte lehrt, darum kann ich das immer wieder nur darauf hinweisen, ob das jetzt Professoren sind, egal in welchem Fachgebiet, die einen gewissen jetzt als Figuren, als Protagonisten in der Geschichte, das hast du zu erkennen, einen gewissen Status ist aufgebaut. Aber ob das Politiker sind, die halten alle an ihrem Status fest. Das heißt, von denen kannst du in keinster Weise erwarten, zumindest nicht von der Masse. Ausnahme bestätigen die Regel. Ich habe ja mehrere Professoren, mit denen ich mit Holofeeling zu tun hatte, die absolute Fans waren. Und da habe ich immer den Rat gegeben, halt bei dir an der Hochschule den Mund. Ja, das ist auch so. Schlichtweg und einfach, dann bist du nämlich rein als Mensch weg vom Fenster. Ja, ja. Das wird die Elite deiner Welt nicht hören. Ja, nicht hören. Dann wirst du ein Nestbeschmutzer. Ja. Die Schwierigkeit ist natürlich immer wieder, dass man sich zuerst einmal hier mit dem Ganzen auseinandersetzen muss. Aber auch das lässt sich überwinden, weil es wird ja immer so sein, wie du glaubst, dass es ist. Was ich dir jetzt erzählt habe, ist das, was zurzeit in dich einprogrammiert ist. Auch diesen Glauben kannst du ändern. Wie das funktioniert, musst du wenn selber rumprobieren. Das mache ich schon. Weil ich immer wieder sage, als wirklicher Lehrer, als göttlicher Lehrer, der dir Weisheit lehrt, was die Wirklichkeit ist, ja. Ich bin nicht in dir als Brösel-Udo aufgetaucht, um deine Hausaufgaben zu machen. Das ist wahr. Es ist immer wieder auch ein altes Beispiel, wenn du Lehrer bist, du bringst den Schülern ein gewisses Prinzip, einen Sinnzusammenhang bei. Ob der jetzt arithmetisch ist oder irgendwie anders, spielt keine Rolle. Textaufgaben. Und dann muss der Schüler zeigen, ob er das Prinzip verstanden hat. Und wenn nicht, müssen wir halt dann noch ein bisschen dran arbeiten. Ja. Und das Prinzip ist, erst einmal bring dich in die Ruhe. Ja. Und das ist natürlich die Sprache, ist diese Vatersprache so unendlich tief und vielfältig, wenn du da reinschaust. Das Hebraisieren, das ist so, wie wenn wir jetzt ganz bei nichts anfangen und ich sollte dir erklären, wie ein Computer funktioniert. Und glaub mir, mein Programm, mit dem ich deine Schöpfung programmiert habe, der Unterschied zwischen Basic und Windows ist ein Nichts im Vergleich zu den besten Programmiersprachen, die deine Menschheit zurzeit zur Verfügung stehen, im Vergleich zu Holofeeling. Ja. Es ist ein sehr rudimentäres Prinzip. Ich habe früher immer wieder gesagt, was ist der Unterschied zwischen einem Taschen, früher meine ich natürlich immer bewusst jetzt, aber ja. Ich rede normal, auch wenn ich jetzt oft mit Vergangenheit rede. Mir ist es jeden Moment bewusst, dass ja. Es jetzt ist. Ja. Aber es für dich ist es einfacher zu verstehen. Ja. Was ist der Unterschied zwischen einem Taschenrechner und einem absoluten Hochleistungscomputer? Wir denken uns jetzt mal den größten Computer der Welt. Das wäre eigentlich das ganze Internet, das du dir ausdenkst. Als Einheit gedacht. Sämtliche Server, sämtliche Privatanwender, Computer, Firmencomputer, alle in eins gedacht. Alle die komplette Rechenkapazität und die ganzen Daten. Das nenne ich jetzt nur mal Computer und ein Taschenrechner. Was ist der Unterschied? Es sind beides geistlose Rechenmaschinen mit Daten und Verknüpfungssystemen, das man Programme, logische Verknüpfungssysteme nennt. System, ja. Es hat sich zwischen den beiden nur die Quantität geändert. Ja. Aber nicht die Qualität, weil beide einfach nur ein geistlos mechanisches Funktionieren darstellt. Ja. Ja, das ich sage immer wieder, das ist der Unterschied zwischen einem Tier und einem Menschen. Ja. Ein Tier ist der Taschenrechner und der Mensch ist der Computer. Es bleibt ausgedachterweise einfach nur ein mechanisch funktionierender Mechanismus, der nur existiert, wenn er gedacht wird und der so ist, wie man sich denkt. Bei Holofeeling geht es um den, der das in sich erschafft. Genau, um den Geist. Erklär dir, was du bist. Ja. Dieser Schöpfer, der alles aus sich selbst herausschöpft, als träumender Geist, ganz simpel und einfach, das Geisteswohnen. Und dann in ersten Ansätzen, wie du funktionierst. Das ist Holofeeling. Und jetzt lassen wir es gut sein, Hegel. Man sieht Udo, sich. Ich danke dir und wir sehen uns. Tschüss. Tschüss.